Meine liebsten Freunde, recht herzlich willkommen zurück hier in unserem großen Abenteuer von Dragon Quest X, der Online-Fassung. Das muss ich jetzt immer beifügen, da es ja demnächst auch die Offline-Version gibt. Oder je nachdem, wann ihr jetzt guckt, vielleicht gibt's sie ja schon. Wir spielen auf jeden Fall die Online-Fassung und stehen nun hier vor dem Zugang zu einem neuen Gebiet namens Rinkuru, wo wir nun hinschreiten sollen, denn dort erwartet uns unsere Hauptstory-Mission. Wir müssen den Bürgermeister von Olfea finden, der hat nämlich die Kinder geraubt. Und was es damit auf sich hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, wir müssen ihn finden, um den Schlüssel am Leben zu kriegen. Und seine Theaterkompanie, und der ist ja der Theaterfürster vom Zirkus, da arbeitet er, nicht Theaterkompanie, Zirkuskompanie, ne, von Zirkus. Leider ist er ja auch zugleich neben seinem Job als Bürgermeister. Die haben gesagt, er ist auf dem Silberhügel und den sehen wir da direkt im Süden. Der Silberhügel, da gehen wir jetzt hin. Hier sehen wir, ist das Land bespickt mit Bogenschützern. Hier werde ich jetzt aber mal getrost ignorieren. Ich glaube, leveltechnisch sind wir den Haus hoch überlegen. Von daher schreiten wir einfach mal ein paar Meter voran und werden dort vorne gleich dann erstmal bestenfalls auch unseren Lula-Stein neu darauf einstellen, denke ich mal. Weil, wenn wir hier dann später nochmal zurückgehen sollten oder in die Region müssen, können wir uns einfach ganz schnell dorthin teleportieren lassen. Was ist denn für einer da? Jetzt sind wir illustre Gestalten mal wieder hier. So, da vorne sind wir gleich. Schönes Bergenland. Das sind diese besagten Silberhügel wahrscheinlich, ne? Das werden wir wahrscheinlich auf dem Schild lesen können. Ja, da sind sie. Die Silberhügel. Hier speichern wir mal ganz kurz, beziehungsweise was, wir speichern nicht, wir manifestieren hier das Gebiet an der Stelle. Statt den Ort in Aslan machen wir jetzt den Silberhügel hier fest, sodass wir da immer stets wieder zurückkehren können. So. Also, rein mit uns. Und hier schauen wir mal, was uns tatsächlich nun erwarten mag. Oh, das ist aber wirklich silbern. Liegt hier etwa Schnee oder ist das jetzt einfach irgendein Naturphänomen, was wir nicht verstehen? Es passiert etwas. Nein, ich will nach Hause. Lasst uns zurückgehen, sagt Futa. Ja, Zirkusleiter Nabrit. Was haben Sie vor mit uns? Es tut mir leid, Boos und Co. Ich kann euch leider nicht zurück nach Hause gehen lassen. Also kommt, geht dort rein. Was tun Sie? Was passiert hier mit uns? Nein, lassen Sie uns wieder zurückkommen. Also, du kommst auch mit, Pudin. Du bist auch ein Kind Olfeas. Also, hinein mit dir in die Tür. Los! Warum, Herr Zirkusleiter? Sie waren doch immer so nett gewesen. Sie haben immer so schön Kuchen für uns gebacken. Warum machen Sie nun so schreckliche Dinge? Es tut mir leid, Pudin. Aber wir haben keine Zeit mehr. Herr Zirkusleiter, machen Sie die Tür auf, öffnen Sie die Tür, ruft nun Hopaf daraus. Und Futter weint. Nein, lassen Sie uns wieder zurück. Bitte, ich will nach Hause. Arwe, so sollte es doch sein. Das wolltest du, nicht wahr? Wer ist Arwe?
So, das wird das mal klären. Hm? Wer bist du? Das kann doch nicht sein. Nein. Du. Sag nichts. Ich rate, von welchem Volk du stammst. Du bist ein Oger. Nicht wahr? Wie zu erwarten. Ich liege immer richtig mit meinem Schätzung. Aber heute, muss ich sagen, ist es nicht erfreulich, dass ich richtig lag. Eine Wahrsage möchte ich noch treffen. Du bist aus der Stadt Olfea gekommen und mir gefolgt, nicht wahr? Die Kinder sind, oder die Bengel sind eingesperrt, jenseits dieser Tür. Und jetzt wird sie sich nicht mehr öffnen. Sie öffnet sich nur, wenn das Schicksal, die schicksalhafte Zeit gekommen ist. Diese mysteriöse Tür. Nun, das waren zumindest die Worte meiner verstorbenen Schwester. Also dann, Reisender vom Volk der Oger. Es wird so sein, dass du, wenn du mich nochmal treffen willst, solltest du nach Olfea kommen. Das ist aber äußerst mysteriös. Don, 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 don. Wird geklopft und Pudin hören wir. Herr Zirkusleiter. Herr Leiter Nabret. Wir bitten Sie, machen Sie auf. Wir wollen hier raus. Lassen Sie uns raus, ich will nach Hause. Papa, Mama, bitte rettet uns, lasst uns raus. Aber die Tür hat sich nicht geöffnet. Sie lässt sich nicht öffnen. Auch von hier das gleiche nochmal, ein Klopfen. Aber wir können nichts tun. Wir müssen also wieder zurück. Aber das werden wir natürlich auf magische Art und Weise machen. Jumon? Was, hier kann ich nicht? Oder ist das, nee, es war ja hier wieder, ne, Lula Stone. Gebiet Rinkel nicht. Ich habe jetzt vergessen, die andere Stadt zu registrieren. In meinem Dorf, verdammt nochmal. Das ist nicht gut. Muss jetzt wieder, ach nee, ehrlich, ich muss den Weg gehen. Wobei, es ist ja jetzt von dem Gebiet aus nicht allzu weit gewesen, weil wir ja den Schwenker nicht machen müssen. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Lula-Steine, die uns dann entsprechend auch die Ortschaften schneller bereisen lassen. So müssen wir uns mit einem kleinen Läufchen wieder bei Laune halten, was wir ja in der Vergangenheit nicht allzu selten machen mussten. Aber, was bleibt uns denn anderes übrig? Nicht wohl. Aber wir können ja den Kämpfen auch gekonnt aus dem Weg gehen. Das macht es uns dann auch in vielfacher Hinsicht leichter, insbesondere zeitlich gesehen. Aber ich vermute mal, dass es trotzdem ganz gut war, dort den Punkt zu markieren als Ziel für den nächsten Lula-Spruch, sodass wir da uns immer hin teleportieren lassen können. Denn die Tür muss ja irgendwann wieder geöffnet werden. Und das werden doch sicherlich wir sein, die mit irgendeiner Kraft das vielleicht öffnen können. Jetzt müssen wir aber erstmal den sonderbaren Bürgermeister beziehungsweise den Zirkusleiter, den Direktor des Zirkus, den müssen wir gleich mal ein bisschen ausfragen, was denn Sache ist. Irgendwas mit seiner Schwester. Was hat es mit seiner Schwester auf sich? Was hat sie ihm ins Ohr geflüstert? Die soll ja nicht mal unter den Lebenden weilen, offenbar. Womöglich irgendeine Art von Fluch, die ihn dazu zwingt, die Kinder dort reinzutun? Sonst passiert was mit dem Dorf oder sowas? Er war sonst immer lieb. Es kann natürlich sein auch, dass der Fluch ihm anhaftet, dass er böse geworden ist ganz plötzlich. Nun ja. Was schön ist, ist, dass die Laufwege nicht so weit sind, dass es nicht zu machen ist. Manchmal ist es doch ein bisschen anstrengend, aber
Es gibt ja tatsächlich auch Wege abzukürzen. Mein Liebster wäre wirklich die Teleportation. Das geht leider nicht immer. Was ein bisschen schade ist, aber... Nun ja. Jetzt machen wir es so, anstatt jetzt gleich einen großen Umweg noch zu gehen. Ich hätte sonst gedacht, dass ich mich auf den Anfangskontinent verfrachten lasse und von dort mit dem Zug wieder anreisen kann. Dann wäre ich ja wieder im Dorf. Aber ich glaube, der Laufweg dort vor Ort wäre noch viel größer und viel weiter. Entsprechend, da sind wir gleich auf dem Pfad. Und dann natürlich auch schon wieder in der Stadt. Und da werden wir dann hoffentlich etwas ins Klare geschoben. Damit wir wissen, was Sache ist, was wir machen sollen. Und warum vor allem, dass alles passiert. So. Jedenfalls, was ich bisher zu bemängeln habe, ist, dass unser Team irgendwie nicht so schlagkräftig ist, wie es immer war. Liegt aber auch daran, dass wir keinen guten Magier dabei haben. Magierklasse ist hier wirklich ausgezeichnet in dem Spiel. Kurz dadurch waren wir es ja auch. Haben dann gewechselt, weil wir dieses coole Zweihandschwert haben. Aber vielleicht sollte man dann doch irgendwie nochmal umwechseln, weil die Zauber waren echt mega stark. Zumal man dann auch mit Elementen ein bisschen arbeiten konnte. Und ich habe mit dem Zweihandschwert irgendwie zu wenig Fertigkeiten. Drachenschlag kann ich, aber das bringt halt bei den meisten Gegnern nichts. Naja, wir warten mal bis zum nächsten Levelaufstieg. Vielleicht tut sich dann ja was. Jetzt sind wir aber erstmal wieder da und können gucken, wie die Geschichte weitererzählt wird. Also rein mit uns, auf ins Dorf. Schön nochmal laden lassen. Dann gucken wir hier weiter. Wo müssen wir denn hin? Zum Zirkus. Wundert mich ja in gewisser Form, dass der noch nicht gelünscht wurde. Der muss ja irgendwie sich hier aufhalten. Weil seine Bürger mögen ihn bestimmt nicht mehr so gerne. Gehen wir mal hier rein. Lade, lade, lade. Und fertig geladen. Da passiert was. Oh, Corando, sagt Hakal. Wie war's? Hast du unseren Zirkusleiter Nabret auf dem Silberhügel getroffen? Was sagst du? Du fragst, ob er nicht zurückgekommen ist hierher? Nein. Also er ist nicht hier in das Zirkuszelt zurückgekehrt. Ist so etwas vorgefallen? Was sagst du? Er war auf dem silbernen Hügel und da war eine mysteriöse Tür, in die er Putin und die anderen Kinder eingesperrt hat? Hey, was hat denn der Zirkusführer leider vor? Was in aller Welt? Ich weiß es nicht. Warum er sowas tut, das verstehen wir nicht. Aber eine Sache kann man klar sagen. Egal, was auch passiert, wir vertrauen ihm. Es ist was Schlimmes passiert, sagt Hohoppu. Der Himmel, eine komische Farbe, zeichnet sich darauf ab. Oh oh. Der Himmel hat sich verdunkelt. Was in aller Welt ist das? Nein, das ist irgendwie gruselig, sagt Hippie. Heute jährt es sich zum 15. Mal. Das hat was mit dem Jubiläum zu tun. Ah, oh, die 15 Jahre sind vorbei. Der Vertrag. Arwe, der Vertrag. Der Vertrag mit dem Dämon Saigas. Der darf nicht vergessen sein. Und nun zeigt er sich. Der Dämon Saigas. Also, das Leben der Kinder von Olfea. Sie gehören alle mir. Was ist das für einer? Ein Dämon. Ein Dämon ist in der Stadt. Du. Ah. Du bist also, ich verhafte dich für das Verbrechen des Eindringens in die Stadt. Wollte ich gerade eigentlich sagen, aber ganz ehrlich, heute bin ich bei guter Laune. Deshalb lasse ich dich einfach heute nochmal gehen, ausnahmsweise. Ich bin Angsthase.
Hm? Was macht ihr da? Hast du mich in das Licht geführt? Alwe! Hier ist ja kein einziges Kind in dieser Stadt. Das ist unerwartet. Es ist nicht so, wie Alwe es gesagt hatte. Wer bist du? Versteck dich nicht und komm raus. Zeig dich. Hör auf, hier so rumzuwüten. Du Dämonenfürst. Nun, was die Kinder von Olfea anbelangt. So habe ich, der Bürgermeister von Olfea, sowie der Zirkusleiter, sie alle entführt. Also, wenn du ihr Leben holen willst, dann versuch es doch, es zu holen. Du Dreckskerl! Unverzeihlich! Vertrag ist Vertrag und ich will die Kinder, also überreich sie mir! Na, Dämonenfürst? Du triffst ja kein einziges Mal. Du Mistkerl, du Elendiger! Ich verzeih dir nicht! Wenn du wissen willst, wo die Kinder sind, dann musst du mich schon fangen. Also, ich werde ihn nach Osten führen, in den Mjödelwald. Leih mir bitte deine Kraft, um Olfea zu retten. Wir werden alles daran setzen, ihn zu besiegen. Und zwar auf dem Fostilplatz im Mjödelwald. Wenn du mir hilfst, ihn zu besiegen, dann kriegst du von mir das Schlüsselemblem. Also, ich vertraue dir, Reisender vom Volk der Oger. Also, ich bin hier. Du elendiger Dämonenfürst, komm doch. Komm schon her. Komm her, mein kleines Dämönchen. Hier lang. Und so blieb der Himmel verfinstert. Ob der Ankunft dieses Wesens? Nein, er hat sich wieder aufgehellt und wir sind um die Erkenntnis reicher, dass der Bürgermeister tatsächlich im Guten gehandelt hat. Denn ein Vertrag von vor 15 Jahren hat offenbar dafür gesorgt, dass das Leben der Kinder versprochen wurde. Hat das was mit der Schwester zu tun vom Bürgermeister? Womöglich, ne? Jetzt müssen wir die Kreatur austreiben, besiegen und erledigen, um weiterzukommen. Ich will jetzt aber erst noch einmal, bevor wir weitermachen, hier gucken. Unten. Wobei, ja, wir konnten auch mit dem Level jetzt nichts Neues uns beschaffen in Sachen Rüstung und Schwerter. Weil wenn das zum Kampf gegen das Teil da kommt, das war ja schon ein bisschen imposant aus, ne? Waffentechnisch wahrscheinlich eh nicht. Ich gucke mal kurz. Das ist alles viel zu schlecht. Das ist alles Anfängerausrüstung. Da können wir nichts mit anfangen. Und das Schwert ist da schon viel besser. Halt. Können wir hier nochmal reingucken. Ich glaube, in Sachen Rüstung wird das genauso aussehen. Wobei hier. Der Helm. Ja. Hatten wir nicht einen Helm? Wir haben, glaube ich, den Helm gewechselt gehabt wegen... Ach, dem Engelshelm, den wir da noch auf... gesetzt haben, wegen der Erfahrungspunkten, ne? Wir können den hier mal aufsetzen, natürlich so, dass man ihn nicht sieht. Können wir natürlich auch machen. Ich kann es dir zeigen nochmal, zack. Man kann ihn auch so aufsetzen, dass man ihn sieht. Aber es sieht immer so ein bisschen bedeppert aus, ne? Ich glaube, ich ziehe das andere vor, dann hat man ein bisschen mehr von der Friese.
So, hätte ich auch dann direkt ausrüsten können. So sind wir ein bisschen besser geschützt und sonst sind unsere Dinge, die wir bei uns tragen, glaube ich, nicht ganz so gut. Das Schwert ist nämlich schon ordentlich. Ein Schild können wir eh nicht tragen. Wie gesagt, Engelsgut immer stets. Solange wir unter Level 99 sind, können wir dann damit die Erfahrungspunkte verdreifachen. Aber das können wir machen, sobald wir wieder gegen Metallschleime kämpfen. Denn dann lohnt sich das auch erst wirklich. Jetzt gucken wir mal. Paupera, der Typ, da sitzt einfach noch glücklich. Obwohl das ja gerade schon ein bisschen niederschmetternd war, was die da bezeugen mussten, ne? Und er fragt sich wahrscheinlich auch, wie er das Schlüsselemblem kriegt. Hast du das gesehen, dieses schreckliche Monster? Ha, der hat's darauf abgesehen, auf dem mit dem kleinen Körper da. Meine Güte, dieser Nublet, ja? Da kann man auch raufsehen, dass der sich traut, den da zu provozieren. Das ist doch die Chance, letztendlich. Also, zweifelsfrei ist der richtige Weg, jetzt in den Wald von Mjöll zu gehen, dort das Monster zu besiegen und das Schlüsselemblem zu holen. Wenn ich mich nicht irre, ist der Wald, wenn man von hier westlich die Stadt verlässt und dann die westliche Ebene von Elfea immer weiter nach Westen geht, da ist er dann. Also, zack, los mit dir. Los mit mir, los mit uns, ihr lieben Leute. Das ist nämlich unsere nächste Aufgabe. Allerdings nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal. Etwas kürzer fassen wir uns heute. Aber wir haben jetzt ein ganz klares Ziel. Wir müssen etwas besiegen. Und zwar eine Kreatur. Das machen wir das nächste Mal. Und bis dahin könnt ihr nochmal schön kommentieren, liken, abonnieren, falls es nicht geschehen, und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Und bis dahin passt auf euch auf, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl. Und auf Wiedersehen.